Hallo Moin. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das sind wir, Melinda und David. Und zusammen reisen wir nun seit über einem Jahr mit unserem DIY-Camper durch Europa. Unser Bus sah bis vor ein paar Tagen noch so aus. Ganz schön mies, wie sich der Rost reingefressen hat. Das haben wir alles entfernen lassen und nun starten wir unser zweites Jahr Vollzeit-Vanlife und machen einen Roadtrip an die Westküste Frankreichs. Auf uns warten endlose Strände, einsame Plätze und eins der schönsten Dörfer Frankreichs. Wir bedanken uns auch beim Sponsor des Videos Armed Angels. Dazu später mehr. Falls dir dieses Video gefällt, dann lass uns ein Like da und abonniere unseren Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ja, wir sind jetzt auch nicht mehr alleine. Vielleicht kennt ihr die zwei Vans da hinten. Das sind Hannah und Tim, Janis und Maya und eigentlich auch noch Jakob und Kati. Stehen aber hier zum Wasser auffüllen. Sind die nämlich schon mal gefahren. Das ist ein, ja, offizieller Wohnmobilstellplatz in der Stadt Ossogor. Und hier zahlen wir 10,50 haben wir noch vor 2 Tagen bezahlt und ab den 1. Mai hat es jetzt 12,50 €. 12,50 €. Und dann kommt, glaube ich, nochmal die Hochsaison. Ja, da kostet es, glaube ich, dann 14,50 €. Genau. Ne? Aber es ist halt direkt am Meer und es ist wunderschön hier. Normalerweise ist hier gutes Wetter. Es gibt Toiletten und Wasser. Ja, und man kann hier auch direkt Müll wegschmeißen und man ist ja sehr nah an der Stadt. Mit dem Fahrrad 20 Minuten und zu Fuß 1 Stunde. Also richtig schön hier. Und jetzt laufen wir mal ein bisschen und gucken uns mal den Strand an und dann ja, geht es auch schon weiter. Wir standen hier nämlich schon 2 Tage und wollen noch ein bisschen was sehen von der Westküste. Ja, das ist auf jeden Fall ein richtig schöner Strand hier und sehr weitläufig. Auch sehr beliebt bei Surfern. Jetzt ist gerade ein bisschen frisch, deswegen ist ja auch gerade gar nichts los. Da wird auch noch was aufgebaut für die Sommersaison, aber im Sommer ist es bestimmt richtig, richtig schön. Frühmorgens um 9 stellt euch den Wecker, denn da kommt ein lokaler Bäcker vorbei mit seinem kleinen Auto und verkauft daraus Baguettes und Croissants. Ja, richtig cool. Ja, alles für 1 €, glaube ich, ne? Ich glaube, ja. Also so war es zumindest letztens noch. Lohnt sich auf jeden Fall, da früh aufzustehen. Man sieht da hinten, ne? Ja, Holzverschläge, wie bei Castaway. Das bauen sich die Surfer als Windschutz. Richtig nice. Wir müssen weiter, wir wurden schon angerufen. Die anderen warten schon auf uns. Und die stehen schon da vorne am Ausgang und da steht auch ein richtig, richtig geiler Camper. Eigentlich schon so ein Tiny House auf Rädern. Das sieht so schön aus. Schatz, das musst du mal filmen. Ja, warte. Ich das hier sieht so schön aus, hinten mit einer Terrasse. Das bauen wir uns mal, ne? Hey, da sind sie ja alle. Losgehen. Jo, wer fährt vor? Hola. Hola. Hola, geht. Bonjour. Bonjour. Hola. Bonjour. Hola, geht. Wir fahren euch hinterher. Okay. Der bunten Truppe. So, wir passen hier in jede Parklücke. Richtig gut. Wir machen hier noch einen kleinen Stopp hier an dem Outlet Center. Ja. Ich trage zwar T-Shirt, aber es ist nicht so warm, wie es aussieht. Tatsächlich ist es richtig schweinekalt.
Und ich hatte schweinekalt. Ja, hallo. Hey, es sind 11 Grad und ohne Standheizung, das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist nicht so angenehm, wie es immer aussieht. Heute Nacht waren es 11 Grad und ja, ich brauche einen Pullover, weil ich trage eigentlich jeden Tag nur dieselben zwei. Jo. Deswegen kurz hier und dann geht's weiter die Westküste entlang. Aber hier gibt es richtig gute Outlet-Center in Hossegor. Gerade wer so ein bisschen Surf-Klamotten oder weiß ich nicht, was es da noch so alles gibt. Aber ja, wer das mag, der ist hier richtig. Wir mögen das, deswegen. Ja. Dann kommen wir mal letztendlich zu einem Punkt, der mir auch sehr viel Spaß macht, nämlich Kaffee trinken. Macht dir das auch Spaß? Ja, das macht mir besonders viel Spaß. Macht dir das auch Spaß? Das war richtig Spaß. Können wir übrigens ist eigentlich schon aufgefallen, dass das so eine Welle ist? Oh, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ne. Wenn wir jetzt hier gerade noch beim Thema sind, nochmal darüber sprechen, dass das Schiebung war, dass wir eigentlich Platz 1 waren beim perfekten Wende. Achso, ich weiß, vielleicht. Ihr könnt ja nochmal abstimmen hier, ob wir da nicht noch einen zweiten Teil machen müssen. Ja. Also das perfekte Wende in der Teil 2. Mit allen hier nochmal. Vielleicht dann mal mit einer richtigen Jury. Ja. Die nicht so parteiisch ist. Jo, wir haben leider nichts gefunden, ne? Außer Kaffee. Haben ein bisschen getrödelt. Und jetzt fahren wir zum nächsten Stellplatz. Der ist so 2 Stunden von hier entfernt. Uiuiui. 2 Stunden in den Norden. Es ist 6:30. Wir kommen, wenn wir Glück haben, noch im Hellen an. Ist es 6:30? Es ist 6:30 gerade, ja. 6:30. Und ja, wir haben uns jetzt hier so eine kleine Snackbox gemacht mit Resten von gestern. Aber ist nicht so schlimm, dass wir nichts gefunden haben. Nö, Geld gespart, ne? Ja, und wir haben auch schöne Klamotten. Wir haben auch schöne Klamotten sowieso schon dabei. Genau. Jo, und jetzt fahren wir aber erstmal los und sehen uns dann am Stellplatz wieder. Wir sind hier gestern hier angekommen und es ist einfach so schön hier. Wir stehen direkt unter Pinienbäumen und es ist kostenlos. Man kann hier ja sein Müll wegschmeißen, Wasser auffüllen und ja, direkt hinter euch, da ist das Meer. Und Melli und ich, wir haben uns jetzt fertig gemacht und wollen jetzt ein bisschen ans Meer gehen. Ganz in der Nähe sind die Dünen von Pilar. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und da wollen wir jetzt mal hin und gucken, ob wir da ja nicht ein bisschen am Strand spazieren gehen können. Und ja, einfach mal ein bisschen die Gemeinsamkeit genießen. Denn morgen haben wir auch Hochzeitstag. Und das wollen wir auch hier feiern. Und mal gucken, ob wir da so ein schönes Plätzchen finden, wo wir dann morgen auch den Tag verbringen können, ne? Bist du fertig eigentlich? Yes. Wir sind wieder zurück an unserem schönen Plätzchen. Aber das ist viel wärmer am Strand, war so windig. Ja, hier ist richtig schön. Machen wir uns mal was Kleines zu essen. Und dann. Ja, und dann gucken wir uns nachher den Sonnenuntergang an, würde ich sagen. Aber erstmal was essen. Ja, das ist geil. Gute! Ich stoße mal an hier so imaginär. Ja, Robin. So, apropos wie der letzte. Ja. Wir haben jetzt hier mal die Crew geschnappt. Ja, genau. Also Tim mit Teppich. Anna mit Kissen. Schön, dass wir euch am Strand. Wir machen uns jetzt einen richtig schönen Strandtag. Ja, wir gehen jetzt nochmal den Sonnenuntergang angucken. Den wollen wir nicht hier verpassen. Das sieht ganz wenn ich euch aus. Schon mal hier dabei habe, ich habe eine Quizfrage. Könnt ihr gerne mal in den Kommentaren beantworten. Woher kommt das Sprichwort herein, wenn es nicht der Schneider ist? Kein Schneider. Herein, wenn es kein Schneider ist. Also, wer die richtige Antwort postet, da überlege ich mir was für. Ja, ja, aber bitte ohne Dr. Google. Ohne Dr. Google? Ja. Du hast verpasst, du weißt es nicht, ne? Also, Jakob zum Beispiel sagt, weil es von Schnittlauch kommt. Ja, also alle dürfen rein, nur Schnittlauch nicht. So, welche nehme ich denn jetzt hier? Lass mal gucken. So, warte mal. Einmal bitte die Ruhe bewahren. Thank you.
So langsam neigt sich jetzt die Zeit hier in Arcachon dem Ende entgegen. Und gestern hatten wir noch einen wunderschönen Tag, und zwar unseren Hochzeitstag. Den haben wir hier nicht gefilmt. Da haben wir mal einen Tag Pause gemacht. War richtig schön. Sind noch bis zu den Dünen gewandert. Und ja, dann sind Hannah und Tim, die standen ja da vorne, die sind weitergefahren. Und ja, heute fahren wir weiter und verabschieden uns jetzt auch von Jakob und Kati. Vorher kriegt Kati aber nochmal die Haare geschnitten. Und dann geht's kurz zu einem Baumarkt, Gas holen und einkaufen. Und dann haben wir einen schönen Stellplatz ein bisschen weiter im Norden gefunden, so 2 Stunden von hier. Bin mal gespannt, wie der ist. Das ist nämlich ein Geheimtipp. Gute restliche Reise. Geheimtipp. Hanna und Tim waren da schon mal. Mal schauen, ob der Platz noch zur Verfügung steht. Auf jeden Fall geht sie die ganze Zeit die letzten 5 Kilometer durch so Weinberge entlang, und irgendwie fühlt sich das privat an. Privat an, ja. Ich geh mal gucken. Halt da, dass es ein Privatweg ist. Ich glaube, da müssen wir weiterfahren. So, nächster Versuch. Oh. Sehr privat. Damn, okay, dann würde ich sagen Plan C. Ja, nicht weit von hier ist noch, glaube ich, ein ganz nettes Stellplätzchen. Komm mal da mal hin. Angekommen und heute aufgewacht. Das ist richtig schön ruhig gewesen. Und ja, jetzt wollen wir uns fertig machen. Ich habe nämlich gestern mit der Drohne eine kleine Stadt entdeckt. Da drüben. Und da fahren wir jetzt gleich hin. Vorher trinken wir aber erst noch mal einen Kaffee. Bis gleich. Sehen uns dann in der Stadt. So, startklar sind wir jetzt. Und ich habe gerade noch gelesen, dass das Dorf, wo wir jetzt hingehen, ich schreibe euch das mal hin, weil ich kann es eh nicht richtig aussprechen, ist eins der schönsten Dörfer ganz Frankreichs. Ja, das wussten wir gar nicht. Also wir werden sowieso hin, aber ja, jetzt, umso interessanter. Jetzt sind die Erwartungen natürlich hoch und bin mal gespannt, wie es da aussieht. Bonjour.
wir sind jetzt hier angekommen in dem kleinen Dorf und das ist richtig süß hier. Wir schlendern jetzt erst noch mal ein bisschen durch die Gegend und ich glaube momentan leben hier so 100 Leute, früher waren das bis zu 400, aber ja, ist mittlerweile einfach ja, nicht mehr so viel los. Und wir werden danach doch unseren Stellplatz wechseln, wo wir gestern hinfahren wollten. Wir haben nämlich Leute, die da wohnen, gefragt, ob es okay ist, sich da hinzustellen. Und sie meinten, ja, ja, gar kein Problem, ein oder zwei Nächte. Letzte Nacht stand da auch ein Camper, habe ich übrigens mit der Drohne auch gesehen. Deswegen stellt euch da ruhig hin. So. Genau, jetzt schlendern wir hier erstmal durch und genießen dieses kleine, süße Flair. Ich mag das total in diesen Dörfern, das ist einfach richtig genial. Der Platz ist richtig schön und wir haben, glaube ich, 3 Uhr, haben noch nicht wirklich gefrühstückt, also kochen wir uns jetzt erstmal was und machen es uns hier draußen gemütlich. Jemand Wilson gesehen? Wilson! Wilson! Ich komme! Wir haben diese Woche so viel erlebt. Wir haben unsere Freunde wieder getroffen und haben Hochzeitstag gefeiert. Es ist schön zu wissen, dass wir unterwegs sein dürfen und uns dabei nicht einsam fühlen. Für uns stehen jetzt in Deutschland große Neuigkeiten an und wir hoffen, ihr seid mit dabei. Falls ihr kein weiteres Video mehr verpassen möchtet, dann abonniert doch diesen Kanal und wir sehen uns nächste Woche wieder.